In diesem Video sehen wir uns die Stückzahlabfrage in WAVI Profi 3 an. Die Stückzahlabfrage ist eine schöne Möglichkeit, bei der Abgabe eines Artikels sofort die Abgabemenge auch einzutragen. Das heißt, der Kunde gibt Ihnen 3 Stück eines Artikels und Sie geben 3 ein. Okay, so machen wir das jetzt einfach mal. Wir sind hier in unserer Touchscreen-Kasse, haben hier rechts unsere Warengruppen und links die dazugehörigen Schnellwahlartikel. Jetzt klicken wir einen Artikel an, den wir abgeben wollen, geben die Stückzahl ein, drücken Enter. Hier auswählen oder Stückzahl anklicken und auf Übernehmen klicken. Ganz easy. Okay, eine bereits hinterlegte Stückzahl können Sie nach wie vor ändern, indem Sie hier auf Stück klicken oder F4 drücken. Nun können Sie die abgegebene Menge ändern. Auch steht Ihnen eine Schnelländerung zur Verfügung. Wenn da, wo jetzt der Cursor steht, also in dem ERN-Feld, können Sie Plus eingeben und Sie beachten mal bitte die Stückzahlmenge, die hier steht. Ich gehe Plus, jetzt wieder auf 5, wird 6. Ich drücke erneut Plus, auf 6 wird 7. Drücke ich Minus und Minus und Minus und Minus und Minus, habe ich jetzt 2. Auch ist es so, wenn Sie einen Artikel verkaufen, den Sie bereits verkauft haben, wie jetzt in unserem Beispiel den Testartikel 1. Ich klicke erneut den Testartikel 1 ein und gebe hier die Stückzahl ein. Nun prüft WAVI Profi 3, ob es diesen Testartikel mit diesem Standardpreis schon gibt. Und wenn es ihn schon gibt, addiert er den Artikel hinzu. Ich sage mal übernehmen. Und Sie sehen, aus unseren 3 wird 5. So, eine Einschränkung ist hierbei, wenn ich sage, der Preis kann variieren. Ich sage jetzt mal, der kostet 14 Euro. Ich verkaufe jetzt unseren Musterartikel 2. Wenn ich den Musterartikel 2 jetzt verkaufe und ich sage jetzt übernehmen, schaut WAVI Profi 3 nach, wenn Sie keine Preisabfrage aktiviert haben, wohlgemerkt, das ist natürlich die Prämisse, sagt er, okay, zweimal gab es den Artikel Musterartikel 2 schon, aber zum Preis von 14 Euro. Und lieber Verkäufer, du hast jetzt den Musterartikel 2 verkauft und zwar für 15,99 €. Somit ist dies ein neuer Eintrag, weil wir hier eine Preisdiskrepanz, also einen Preisunterschied haben. Stückzahlabfragen sind auch deaktiviert, wenn Sie einen Artikel mit Seriennummer verkaufen. Ich habe hier mal einen Artikel angelegt, eine Festplatte und habe Seriennummern hinterlegt, die dann bei einem Verkauf zur Auswahl stehen, weil WAVI Profi 3 will ja wissen oder will den Artikel ja eindeutig identifizieren. Das hat man dann meistens bei Elektrogeräten, ja. Nun sage ich übernehmen. Wenn ich jetzt auf Stück klicke oder F4 drücke oder Plus oder Minus eingebe, hat das keinerlei Auswirkungen, weil die Abgabemenge bei einer hinterlegten Seriennummer immer nur 1 sein kann. Somit stellt WAVI Profi 3 sicher, dass Sie an dieser Stelle wirklich keinen Fehler machen können. Und wenn Sie sagen, ja, den habe ich ja nochmal verkauft, den Artikel, dann ist auch kein Problem. Nun, Sie erinnern sich, hatten wir vorhin 2 Seriennummern angezeigt, jetzt ist nur noch eine einzige verfügbar. Wenn wir jetzt sagen, auf Übernehmen, holt sich WAVI Profi 3 die letzte verfügbare Seriennummer und trägt sie hier ein, wo jetzt meine Maus steht. Sie sehen es, vielleicht ist eine 3, hier oben hatten wir eine 5. Wenn wir diesen Artikel nun rausstornieren und verkaufen ihn jetzt erneut, haben wir einen neuen Eintrag, das heißt, dann haben wir die Festplatte wieder, aber mit der nächsten freien Seriennummer, was jetzt unsere 5 normalerweise sein müsste. Und richtig, hier haben wir jetzt die 5 stehen. Also, da schaut WAVI Profi 3 Ihnen auf die Finger und sagt, lieber Benutzer, da kannst du nichts verkehrt machen. So, dieses gleiche Konstrukt schauen wir uns nur visuell, ohne große Erklärungen, jetzt in der normalen Kasse an. Wenn Sie sagen, ich will keine Touchscreen-Kasse, den Schmarrn will ich nicht, machen wir das hier mal raus. So. Jetzt gehe ich in die Kasse hinein. Jetzt habe ich meine Standardkasse hier angezeigt. Und Sie können jetzt nun einscannen. Also bei großen Datenmengen empfiehlt es sich, die normale Kasse zu verwenden. Und Sie sehen, der Artikel wird automatisch zugebucht. Wenn Sie den Artikel erneut einscannen, prüft WAVI Profi 3 mit der gleichen Prämisse, also das heißt mit der gleichen Voraussetzung, wo er sagt, gibt es den Artikel zu dem gleichen Preis und fügt dann gegebenenfalls den Bestand hinzu. Plus und Minus erhöht und reduziert den Bestand. Auch hier habe ich die Möglichkeit, Stück abzufragen. Was vielleicht noch interessant ist, wenn wir mal den Artikel 2 und 3 betrachten. Unser Musterartikel 2 ist teilbar. Das heißt, ich kann auch einen Bruchteil eines Ganzen verkaufen, zum Beispiel 0,5 Stück. Unser Musterartikel 3 ist nicht teilbar. Okay, machen wir das einfach mal. Ich gebe jetzt die Artikelnummer ein, 2 und 3. Okay.
Nun will ich von dem Artikel 2 eine Stückzahl eingeben, und zwar 2,5. Dadurch, dass unser Artikel teilbar ist, sind Dezimalverkäufe möglich, also das heißt Nachkommastellen. So, 2,5. Unser Musterartikel 3 ist nicht teilbar, wenn ich jetzt sage hier Stück und ich versuche 2,8 zu verkaufen, geht nicht. Weil der Artikel, für diesen Artikel haben Sie definiert, dass er nur im Ganzen verkauft werden kann. Und somit ist also ein Dezimalstellenverkauf nicht möglich. Warum ist es so? Ganz einfach. Es haben schon Leute fertiggebracht, 0,5 Bücher zu verkaufen. Auch nicht schlecht. Deswegen gibt es die Option teilbar, die durchaus Sinn macht. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.